Ja, hallo Lieben, ist das nämlich mein Paterboy, Beziehungscoach, Diplompsychologe und diesmal im Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Weiterhin danke, dass das so gut läuft mit meinem neuen Buch. Beste Platzierung, die ich bisher je hatte. Genau, hoffe, ihr kriegt noch eins. Zweite Auflage wird gerade gedruckt, Feuer und Flamme. Überall zu kriegen. Und auch den gibt es noch zum Frühbucherpreis den Polaritäts-, also so ein Basis-Polaritätskurs dazu. Packe ich gleich einen Link nochmal hier drunter, wenn ich dran denke. Und sonst auf meiner Webseite liebeschipp.de, wo du auch solche Fragen wie diese stellen kannst. Nämlich geht um das Thema, ja, also wir haben uns eigentlich schon getrennt. Wir wohnen mal noch im gleichen Haus. Partner will nicht ausziehen. Was macht man denn da? Also mein Partner und ich haben viele Jahre lang eine leichte und glückliche Beziehung geführt. Es gab einige Zwischenfälle, bei denen ich den Verdacht hatte, dass er fremd geht. Er hat es aber abgestritten und ich habe mich genervt. Unbewusst habe ich mich so wahrscheinlich eine Schutzmauer aufgebaut und es war mir schwer möglich, dreimal wöchentlich Bettsport zu betreiben. Ich konnte einfach nicht über meinen Schatten springen. Sicher auch wegen der Vorfälle, zu denen mir mein Bauchgefühl sagt, dass es stimmt. Ja, Bauchgefühl, also stimmt nicht immer, aber es stimmt sehr oft leider. Und ja, so ist das dann, ne? Klar, wenn man, es macht dann Sex nicht so einen Spaß, wenn man das Gefühl hat, da ist noch jemand anders dran. Ja. Ist immer eine blöde Situation, weil man will natürlich den Partner auch nicht der Lüge bezichtigen. Und, ja, das ist echt immer Mist, ne? Die Häufigkeit des Bettsports war wohl sein größtes Problem, aber ernsthaft lösen wollte er es auch nicht. Reden, Lösung finden, anstattdessen gab es blöde Kommentare, auch vor anderen. Ja, ich vermute mal, dass ihm das dann zu wenig war, aber ganz ehrlich, wenn man über 10 Jahre zusammen ist, dreimal die Woche Sex hat, gibt es, glaube ich, keinen Grund, sich zu beschweren. Aber es gibt halt Menschen, die sind so auf, weiß ich nicht, sei es Bestätigung, Dopamin, ein bisschen Sex-addicted, ja. Ist ja auch, jeder hat seine Bedürfnisse, ja, aber das ist halt immer, wirkt wieder so wie einer von diesen Fällen, wo es für einen Partner einfach immer nie genug ist von allem so, ne? Naja. Mein Partner braucht schon viele Anerkennung, ist in seinen vorherigen Beziehungen auch fremdgegangen. Das ist immer prognostisch leider extrem ungünstig. Also natürlich können wir uns alle weiterentwickeln, ne, will ich jetzt gar nicht sagen, aber realistischerweise, wenn da jetzt nicht eine sichtbare Weiterentwicklung stattgefunden hat oder jemand macht deutlich, dass er sich da weiterentwickelt hat, sondern sagt einfach nur, ja, ach, es war in der letzten Beziehung. Man gewöhnt sich halt an dieses, das zu tun, so, ne? Und auch das schlechte Gewissen irgendwie wegzudrücken, da kann man sich dran gewöhnen, ne? Und dann, wenn man es erstmal einmal erfolgreich gemacht hat, das hat keiner mitgekriegt, na, nicht so nice. Aber gut, ist wie es ist, ne? Im letzten Jahr kam es dann dazu, dass er sich stark verändert hat. Handy, Sport, später von Arbeit. Und dann hat er mir gegen Ende des Jahres auch plötzlich gesagt, dass er mich nicht mehr liebt und wollte die Beziehung beenden. Wir haben uns dennoch probiert. Ja gut, da ist eigentlich schon, aber er lügt dich ja immer noch an, ne? Ist eigentlich schon super klar, denke ich, dass er jemand anders hat. Männer trennen sich, also wenigsten Männer, also maximal 10%, würde ich sagen, trennen sich ohne jemand Neues in Langzeitbeziehungen. Das muss man einfach sagen, die können das nicht gut. Und wenn er auf einmal so, ach, hab überhaupt kein Problem, mich zu trennen, dann ist meist jemand anders am Start, ne? Ich habe auch gemerkt, dass er mir Mist erzählt und gespürt, dass da was anderes ist. Dann ab Dezember hat er dann alle 14 Tage bei seinem Kumpel übernachtet. hätte das nicht abkürzen können, echt, ne? Und schlussendlich zu Neujahr alles beendet. Ah, das ist ja ein schöner Start ins neue Jahr. Nicht zugegeben. Das ist echt nicht zu fassen, ey. Ich habe dann viel später rausgefunden, Mitte diesen Jahres, wo er hinfährt. Er sagte, es geht seit Anfang Januar. Hahaha. Ha, ha. Ja, das ist natürlich, das ist so wahrscheinlich wie, weiß ich nicht, was ein Wellensittich Bodybuilding macht, ey. Also wirklich. Nun ist es zufällig, die Kollegin, die sich auch erst getrennt hat. Meine missliche Lage ist, wir haben ein Kind und ein Haus und er zieht seit einem Jahr nicht aus, weil er vorschiebt, dass er dann unseren Sohn nicht mehr sehen kann. War von meiner Seite nie ein Thema bei aller Wut und er findet keine Wohnung.
Ja, das, ich meine, es ist einfach extrem bequem, dann Mann, sorry. Und gibt da so ein schönes Sprichwort, he wants to eat its cake and, nee, wie heißt das? Wants to have its cake and eat its too. Also das heißt so ungefähr, er will alles haben, so, ne? Er will dich haben, zum besten auch zum Wäschewaschen, seine Familienumgebung, weiter die neue Vögel. Und ja, und den Zahn muss man ihm natürlich ziehen, so, ne? Und dass er keine Wohnung findet, sorry. Ich meine, das ist gerade ein scheiß Wohnungsmarkt, aber ja, das ist ja letzten Endes auch nicht dein Problem. Du hast ja nicht entschieden, dass er fremd geht, ne? Zu ihr will, kann er nicht ziehen. Ja, wer weiß, was da läuft, ne? Vielleicht betrügt er die auch schon und es ist. It's a mess, ne? Und vor allen Dingen will er nicht. Also das ist, glaube ich, könnte mir vorstellen, dass es einer von diesen Männern ist, die wollen einfach alles haben. Ne? Ja, ich möchte gerne meine Familienumgebung haben, kann auch immer weiter angeben, dass er Familie hat. Hat das Frische an so einem neuen Platz irgendwie, was vielleicht auch schon nicht mehr so frisch ist. Und hat er auch so eine Freiheit, ne, die er nicht aufgeben will. Aber ist nicht dein Problem. Also da muss ihm echt ein Ultimatum setzen. Ne? Da darf man echt nicht so sanft rangehen, so. Ich habe ja nur das Gefühl, dass dies kein Ende nimmt und er sich egoistisch weiter in Anerkennung suhlt. Ja, der suhlt sich da so in einigen, ne, würde ich auch sagen. auf jeden Fall. Was kann ich tun? Welche Aussicht hat die neue Beziehung? Ja, ich weiß, das denkt man dann immer, aber ich meine, er hat die Frauen vorher betrogen, er hat dich betrogen. Kann man jetzt die Uhr nachstellen, wann er sie betrügt und vielleicht kann er einfach nicht treu sein. Ne? Vielleicht hat er es ein paar Jahre geschafft, jetzt mit Kindern und so, es kann schon sein, vielleicht hat ihm, aber jetzt ist er halt wieder, weiß nicht, vielleicht ist er wieder in der alten Spur, also kannst du nicht drauf bauen, glaube ich, und die neue Frau war wahrscheinlich auch nicht. Ex zurück warf mich aufgrund der Länge und Beständigkeit unserer Beziehung immer ein Thema, aber jetzt wurden meine Verdachte nachweislich bestätigt und ich will einfach nur Ordnung in meinem Leben haben. Nee, Ex zurück kannst du da vergessen, wirklich. So, den willst du nicht wieder haben. So, also, was kannst du machen? Jetzt muss man dich ein bisschen wissen, wie sind so die Rahmenbedingungen? Ich vermute mal, ihr habt das Haus zusammen und dann kann man natürlich niemand rausschmeißen, aber es ist die gleiche Frage, die ich glaube, ich gestern gestellt habe, wie weit bist du bereit zu gehen, deinen Seelenfrieden zu haben, so, ne? Und also wenn da auch schon eine neue ist und so, also nicht, dass du dich da noch dran gewöhnst an diese Situation. Ich glaube, ich würde an deiner Stelle gehen. Ne? Das ist zwar unangenehm, würde dein Kind mitnehmen und ja, also bist ja scheinbar Hauptbezugsperson und ja, und dann ja, volles Programm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so jemand ist, der will da nichts zahlen und so. Volles Programm, also nichts, was einem nicht zusteht, aber dann hier Trennungsunterhalt, Kindesunterhalt, dass du auch leben kannst irgendwie und ja, wenn er dann sagt, er kann sich euer Haus nicht leisten, dann wird es eben verkauft und wenn es nicht verkauft wird, dann wird es eben versteigert. Also da musst du dich echt durchsetzen und weil das glaube ich, glaube, das wird noch, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch ganz schön ätzend wird, dass er da sich Veränderungen in den Weg stellen wird und dass du da echt determined, also dass du da wirklich committed sein musst, dass du das durchziehst irgendwie. Und das wird sicherlich unangenehm, aber ganz ehrlich, das ist doch kein Zustand und vor allen Dingen diese Dauer, in der er dich belügt, sorry, es ist, macht mich wieder fassungslos, also ich kann ja verstehen, wenn man irgendwie, man verliebt sich in jemand anders, es gibt so eine kurze Frist, wo man kurz guckt und dann sagt man es irgendwie, okay, irgendwie, aber das ist, wenn man, hätte ich jetzt, weiß nicht, glaube ich, ein Jahr belogen oder so. Das ist nicht nur egoistisch. Also ich persönlich finde das, ich finde es asozial irgendwie, ne? So sage ich ganz ehrlich. Und natürlich hat man immer seine, wie du schon sagtest, egoistischen Gründe, dass man, ja, ist ja, aber was ist denn der Grund? Es ist unangenehm einfach, ne? Irgendwie. Und er kann sich nicht mal alle Türen offen halten und kann dieses Doppelleben führen, was er hier führt. Ne? Ich meine, und offensichtlich macht ihm seine Neue ja auch keinen Stress. Warum macht sie ihm keinen Stress, ne? Dass er bei dir aussieht irgendwie? Ist offensichtlich auch, also vielleicht noch viel mehr als du, so auch jetzt bloß hier keine Unruhe reinbringen irgendwie, ne? Oder wer weiß, was da der erzählt, wissen wir, also das ist ja das Blöde bei Leuten, die lügen. Du weißt ja nichts, du weißt auch nicht, was er ihr erzählt. Er kann dir ja irgendeine Räubergeschichte erzählen, worüber er den nicht ausziehen kann. Vielleicht erzählt er ihr, du bist
krank und es geht leider nicht und das irgendwie ein Harm und ja, egal. Also ich würde da jetzt, wo du, vor allen Dingen, wo du weißt, was Sache ist und dein Bauchgefühl immer gestimmt hat, würde ich da, ohne mich groß aufzuregen, würde einfach ganz trocken und nüchtern jetzt, also das würde ich machen, du musst denken, was du machen willst, diese Schritte in die Wege leiten und unter Umständen bewegt sich da ja auch was, vielleicht wenn er merkt, das löst sich alles auf, also vielleicht geht er dann auch doch, könnte ich mir vorstellen, so, aber das muss jetzt alles mit, also ich denke, das ist so ein Fall mit Ultimatum, ganz harten Grenzen, so, anders kriegst du das, glaube ich, nicht in den Griff und bist nicht allein damit, ne, das, ich weiß, das ist super scheiße, aber das ist ja kein Zustand, ne, willst du so eine Dreiecksbeziehung führen da irgendwie und hinterher will er noch mit dir wieder schlafen und also, er hat seine Chance gehabt, er hat es verkackt. Sagen wir mal, wie es ist. Also auch wenn, ja gut, war ja nicht mal vorher irgendwas, aber es gehen nicht immer Leute, es ist so ein Irrtum, dass Leute immer nur fremd gehen, weil die Beziehung nicht gelaufen, gut gelaufen ist. Manchmal gehen Leute auch fremd aus Langeweile oder so, aus tausend anderen Gründen. Er hat seine Chance gehabt, hat er verkackt, hätte er wenigstens mit dir reden können. Und jetzt ist er halt raus. Und das würde ich durchziehen, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe übrigens auch so einen Parkkurs, der ist nicht auf meiner Haupt- Kursseite, der ist zu finden, wenn ihr auf Paartherapie klickt. Aber nicht, dass das jetzt für diesen Fall, dass ich. Und ja, kauft das fucking Buch und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.